Drehgängel. Ja, ich denke, man kann noch frohes Neues wünschen. Also wünsche ich euch auch ein frohes Neues. Ja, lange war es her, dass ich irgendwo Reaction gemacht habe. Ich weiß auch, muss mich bei euch entschuldigen. Einige haben mich ja sogar auch angeschrieben und haben gesagt, wann kommt eine Reaction zu dem und dem. Aber ich war so im, ja, ich will nicht sagen Dauerstress, nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich hatte sehr viel um die Ohren, um Sachen vorzubereiten, etc., etc. Was ist aber auch alles, ich sag mal, durch ist, die Seiten sind fertig, die ich machen wollte und so weiter. Ja, und deswegen habe ich heute mal wieder ein bisschen Zeit und nutze diese sinnvoll, um eine Reaction zu machen. Ja, lass uns gleich umschalten. Und man sieht es auch schon gleich, um was es geht. Wir müssen reden. Tanzverbot. Ja, lasst uns gleich reingehen. Einige von euch werden schon wissen, um was es geht. Aber für mich ist es wichtig, auch hierzu ein bisschen was zu sagen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mastet das nochmal, das Video, auch wenn es schon etwas älter ist. Yo Leute, was geht? Hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ihr habt schon gesehen, es gab gerade kein Doppelpiece. Das hat einfach den Hintergrund, dass dieses Video ein sehr ernstes Video ist und auch ein sehr beschämendes Video ist, wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe, ob es schlau ist, dieses Thema zu veröffentlichen, darüber zu reden. Und ich habe mir einfach gesagt, ja, weil ich kann sowas einfach nicht gut für mich behalten. So, weißt du, wenn ich so innerlichen Druck habe, dann ist einfach YouTube oder irgendwas wäre immer mein Ventil gewesen und in dem Fall muss ich einfach ein Video dazu machen. Deswegen hört mir einfach zu, ich erzähle euch eine Geschichte. Es war einmal. Nein, es ist gar nicht, es ist gar kein lustiges Thema. Ich weiß nicht, warum ich hier schon wieder Späße mache. Es hat auf jeden Fall alles so ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen. Ich war auf einmal in ziemlich wohlhabenden Kreisen unterwegs. Ich will niemandem davon die Schuld geben. Das ist schon mal wichtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die Schuld für irgendwas gebe. Nicht, dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Ich war in sehr wohlhabenden Kreisen unterwegs und dort wurden wohlhabende Dinge getan, wie zum Beispiel shoppen. Jeder hat teure Klamotten getragen. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, obwohl ich selbst nie klamottenmäßig so krass unterwegs war oder das mich interessiert hat. Das hat mich nie interessiert. Deswegen haben sich da auch einige Leute damals in Insta-Nachrichten und sowas aufgeregt. Hey, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du auch so ein Modeopfer geworden? Was ist das denn hier? Irgendwelche Marken so? Ja, ist auch jedenfalls, ja. Jedenfalls hat mich das inspiriert. Dann habe ich angefangen, auch auf einmal teure Markenklamotten zu kaufen. Dann habe ich zweimal in der Woche teure Markenklamotten gekauft, dann dreimal, dann viermal und ja, was soll ich sagen, daraus hat sich dann so eine, naja, so eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine Ich extreme denke, Kaufsucht da. geworden. Ich habe zu Hause irgendwie 200 T-Shirts oder so. Es hat mir 200 T-Shirts, jo. Ja, kann ich was zu sagen? Also klar, man kann sehr viel Geld in diesen Sachen versenken. Ich selber kaufe auch gerne, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, kaufe ich derzeit sehr, sehr preiswert, beziehungsweise worauf ich wirklich Bock hätte, selber wieder zu nähen. Also ich bin ja ein gelernter Schneider, ja, Herrenschneider, von der Pike auf gelernt, habe dann bei Octavia als Modellmacher, also das heißt, also bevor die in Produktion gingen, wurden nochmal die Muster überprüft und so weiter. War dort tätig, also habe das wirklich von der Pike auf gelernt, also den ganzen Prozess von, ja, ich sag mal, Maßschneiderei bis zur Konfektion. Ja, und dann eben halt auch eigene Fabrik später in China mit Lingling gemeinsam gehabt, wo wir auch selber Sachen hergestellt haben. Also ich kenne mich aus und dazu hätte ich Bock. Jetzt so teure T-Shirts irgendwo zu kaufen, mag vielleicht cool sein, aber ich bin Shein-Fan. Sage ich, also bekenne mich auch dazu, ja. Kauf dort sehr gerne ein. Allerdings weniger die Polyester-Sachen, sondern eher so die Baumwollsachen und so weiter. Gut, Ausnahmen bestätigen, aber zum Beispiel das hier ist auch Shein. Ja. Und wenn ich an den Preis sehe, ja, es ist krank. Aber ich mag ihn und ich trage meine Klamotten auch sehr lange. Das kommt noch mit hinzu. Also meine Klamotten trage ich, ich weiß nicht,
Also Schuhe trage ich immer 5, 6 Jahre mindestens. Und Klamotten, ja, eigentlich bis ich sie ausmuster. Und das mache ich eigentlich nie. Ja, genau. Aber egal. Wir hören mal, was er noch so zu sagen hat. Und dann schauen wir mal. Immer nur diese dämlichen Klamotten gekauft, die einfach immer nur so einen Minderwertigkeitskomplex aufdecken sollen. Also ich denke mal, 90% der Menschen, die so Modemarken tragen, so teure Sachen, die müssen irgendwas kompensieren. So ist es einfach. Also bei mir war es so. Es ist einfach so. Ich kaufe mir teure Klamotten, um den Leuten zu zeigen, oh, ich habe Geld, guck mal her, oh, wow, guck mal hier, Balenciaga, ich habe 400 € für ein Shirt ausgegeben. Ja, keine Ahnung, jedenfalls bin ich dann auf einmal so in diese Welt eingetaucht, dann auch immer in irgendwelchen Clubs und dann auch teure das. Ich habe völlig das Verhältnis dazu verloren, weil ich war halt in dieser, mit diesen reichen Leuten unterwegs, die haben alle Geld, die müssen sich keine Gedanken darum machen, weißt du, aber für mich hat das irgendwie, hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das, ey, kommst du hier mit, ah ja, da, 1.000 € die Nacht, da, das habe ich alles mitgemacht, so, dann war es auch so peinlich, nein zu sagen, dann hat man das gemacht und ja, dazu kam dann halt auch noch eine gewaltige Inaktivität, kann man dazu sagen. Also nicht nur, weil ich dann in der Zeit halt auch kopftechnisch Stress hatte wegen privaten Problemen, weil man halt immer viel Streitereien, dies, das. Dadurch war man dann auch viel kopfbelastet, war nicht mehr online. Nicht online sein bedeutet als Influencer, man verdient kein Geld oder ja, man generiert kein Geld. Das bedeutet, ich war dann auf einmal konsumabhängig, süchtig, habe sehr viel Geld ausgegeben, aber habe zur anderen Seite kein Geld mehr oder Nicht verhältnismäßig eingenommen. wenig Geld eingenommen. So Ja. läuft das dann auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Nein, ich bin jemand, der kaum Deals angenommen hat in seinem Leben. Fängt es an zu regnen? Der kaum Deals in sein Leben angenommen hat und generell auch wirtschaftlich nicht der schlauste Mensch war. Grüße geht raus an die Shit-Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe wirklich, ich bin, also, naja, ist auch egal. Jedenfalls bekommt man dann irgendwann die Realität ins Auge gedrückt. Dann guckt man mal aufs Konto und dann sieht man so. Oh, also jetzt ist langsam so der Moment, wo man sich sagen sollte, jetzt sollte ich mal ein Päuschen machen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen regenerieren und mich auch mal wieder auf das besinnen, was mein Leben eigentlich ausmacht. Und das ist ja nun mal das Internet. Das ist ja nicht nur ein Ding, wodurch ich Geld erwirtschafte, sondern das ist ja auch einfach mein Leben. So, das ist ja, es hat mich ja rausgeholt aus meinen nur zu Hause sitzen. Ich habe Videos gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt. Das ist ja mein Leben. Ich mache das gerne, ich streame gerne und das hat sich halt alles. Hat sich alles irgendwie so ein bisschen abgewendet, weil ich auf einmal nur noch in so Kreisen unterwegs war, immer so KDW, oh, ich gehe jetzt Steak essen und der Gastwirt, der kommt gleich nach vorne und gibt mir die Hand, ach, schön, Sie wiederzusehen, hier, wir haben Ihren Stammplatz, oh, und das ist alles, was ich nicht missen wollte, oh, das ist so super toll, oh mein Gott, wie man hier umgarnt wird. Ja, kommen wir zum Punkt. Ja, das kann aber Ich auch bin pleite. schön, ne? Ja, er Das ist hört sich lustig an, aber. pleite. Er ist pleite. Cool. Aber dazu will ich gleich noch was sagen. Aber wir haben ja nun, einige werden das ja auch ja, mitbekommen haben. Ich habe ja die letzten 12 Jahre, bevor ich hier in Deutschland gestrandet bin, in China gelebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich fand es eigentlich, also. Geld ist jetzt für mich jetzt persönlich jetzt nicht wichtig. Ich muss jetzt auch nicht die Nobelklamotten haben oder das dicke Auto. Aber es gibt schon so gewisse Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel, was er eben sagte, dass wenn man jetzt irgendwo im Restaurant ist oder so, oder im Hotel, also wir waren ja sehr viel in 5-Sterne-Hotels essen, wenn es voll ist, wo sie angerufen hat und der Manager sagte, ja, ich habe für euch noch einen Tisch. Das war, fand ich schon cool. Das war auch, das haben wir auch genossen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir mussten nie irgendwo warten, sondern konnten gleich durchgehen, weil man uns eben halt auch kannte, weil wir natürlich auch viel Geld da gelassen haben. Ja, das muss man nun auch fairerweise sagen. Unser Leben war ja nun so aufgebaut, dass wir morgens frühstücken gegangen sind, ja, ich sag mal, entweder in Straßenrestaurants oder in Hotels und so weiter. Dann haben wir Mittag gegessen in Restaurants oder Hotels. Abends haben wir gegessen,
auch in Restaurants und Hotels. Und dann haben wir uns meist noch irgendwie zum Nachtessen mit Freunden getroffen, so Barbecue-mäßig und so weiter. Oder was weiß ich, KTV. Ja, da geht viel Geld drauf. Das muss man wirklich sehen, weil du wirst zwar auch eingeladen, aber du musst natürlich auch einladen, ja. Und da haben wir natürlich auch sehr viel Geld gelassen. Aber jetzt so klamottentechnisch gesehen, nö. Also gut, ich hatte da so, das war aber eher der Grund, weil ich keine passenden Größe gefunden hatte, weil ich war ja auf 120 Kilo, also 119 Kilo zu dem Zeitpunkt, wo ich dann einfach, ja, einfach dick war und ich musste einfach zum Schneider gehen. Ja, gut, war auch, wir hatten einen günstigen Schneider auch dort gefunden, aber ich kann das nachvollziehen, ja. Aber so das mit den Restaurants, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich wirklich genossen. Ja. Oder, ja, genau. Und er ist jetzt pleite, ja. Er wird uns ja jetzt sicherlich gleich noch erzählen, also er hat uns ja schon erzählt, weshalb. Er hat also Geld sehr viel für Shopping ausgegeben und so weiter. Mich würde mal interessieren, wie hoch seine Schulden sind. Ist er jetzt so verschuldet wie ApoRed oder ist das jetzt noch im erträglichen Bereich? Aber es ist einfach so, ich habe vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich einen Anruf bekommen von meinem Steuerberater, der aber schon seitdem 2 Wochen mit mir telefonieren wollte. Dann hat er mir aber auf WhatsApp geschrieben, ey du, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend 2021 und 22 oder irgendwie so 21 fertig machen, weil sonst gibt es Zuschüsse oder Verspätungsgebühren. wie heißt es? Versäumnis, genau. Dann gibt es so Versäumniszuschüsse vom Finanzamt, weil ich nicht abgegeben habe. Ja, ich habe mich lange gedrückt davor, weil ich Angst hatte, dass etwas passiert, was ich mir nicht wünschen würde. Ich weiß, dass ich 2021, ich musste schon immer vorauszahlen. Also vorauszahlen muss man eigentlich, glaube ich, in den meisten Fällen. Ich glaube, man kann es freiwillig machen oder wenn man zu spät abgibt, dann bekommt man das von dem Finanzamt aufgedrückt, so dass man dann einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss. Keine Ahnung. Ich bin kein Steuerfachprofi. Ich hab meinen Steuerberater dafür, der ist sehr gut und bis heute ging auch alles einwandfrei. Ich habe sehr viel vorausgezahlt und ich dachte mir so, ja gut, das sind jetzt, was weiß ich, sind es noch ein paar tausend Euro, die ich jetzt noch nachzahlen muss. Dann haben wir hier schön da haben wir die Bildschirmaufnahme auf, wir reden übereinander, er geht mit mir die Ausgaben durch. Ich so, boah, krass, krass, crazy, crazy. Viele Ausgaben gehabt, hat er mich auch gelobt für, nice. Dann gehen wir runter zu zahlender Betrag. Ich habe so vor dem PC gesessen. Cool. Sie meinen das ernst, oder? Nee, aber jetzt kommt noch 2022. Nochmal der Betrag. Ich bin verschuldet. Ich, der schon Reactions über andere gemacht hat, wo er sich darüber lustig gemacht hat. Wie kann man so blöd sein, dass man Finanzamt, du weißt doch, dass du Steuern zahlen musst. Wie kann man denn Ja, so viel weiß Geld man ja ausgeben? Man auch. weiß doch, dass es nicht einem selbst gehört. Nice. Ich hab. Ey, Digga, du gehst mir richtig auf den Sack. Du Scheißding, kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit anzugehen? Ich bin verschuldet. Ich habe jetzt extrem hohe Steuerschulden. Also jetzt nicht so extrem hoch, dass sie niemals abarbeitbar wären. Aber ich kann sagen, ich bin das allererste Mal in meinem Leben verschuldet. Ja, das ist nicht schön. Und das ist beschämend. Und das ist alles andere als toll. Und das darf man auch nicht vergessen, man arbeitet gegen ein Loch an, was man nicht komplett füllen kann. Weil alles, was er jetzt einnimmt, muss er ja auch schon wieder, also wird er jetzt nehmen, um das alte Loch zu stopfen, aber damit reißt er ja das nächste Loch auf. So, das heißt also letztlich gesehen, wenn du einmal in so eine Situation hineingleitest, kommst du da sehr, sehr schwer raus. Und dann ist es eben halt auch die Problematik, wie sind die Leute drauf beim Finanzamt? Ja, gehen die jetzt die harte Schiene? Das heißt also, dass sie jetzt gleich auf dein, ja, auf dich losgehen, Konto, ne, Pfändung und. Oder ob man jetzt da eben halt Ratenzahlungen machen kann. Also ich weiß aus der Vergangenheit, also ganz früher, da konntest du mit dem Finanzamt überhaupt nicht reden. Heute finde ich, ja, sind die irgendwie schon aufgeschlossener. Ne? Also das heißt, also man kann mit ihnen schon reden.
Aber früher war das ganz krass. Also da wurde nicht lange gefackelt. Die haben dann sofort dein Konto dicht gemacht und haben das mit Pfändung überhäuft. Und damit bist du dann einfach, ja, aus dem Business, ne? Ja, eine ne ganz, ganz heikle Sache. Aber der Punkt ist, und das unterschätzen die meisten, dass man eben halt zwar jetzt Löcher stopfen mit dem, was man jetzt einnimmt, aber dadurch natürlich schon wiederum neue Löcher, ja, buddelt, ne? Ja, traurige Sache. Was kann man dagegen machen? Eigentlich immer sage ich, fand ich zum Beispiel in China genial. In China haben die ein System, das heißt, es kommt Geld rein. Ja, also in Chinas Firmenkonto besteht aus zwei Konten. Also, das heißt also, du hast einen Geldeingang und von diesem Geldeingang wird das gesplittet. Das, was das Finanzamt bekommt, geht gleich auf ein separates Konto, was unter deinem Namen läuft, ja, was dann ausgeschüttet wird an das Finanzamt. Und das, was du verdienst, geht auf das andere Konto. Finde ich eine geniale Sache. Damit kommt man erst gar nicht in diese Problematik hinein, dass man Steuerschulden aufbaut, sondern es wird gleich abgezogen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel hier, was weiß ich, Livestreams gemacht hast. Ja, also wir haben ja E-Commerce Live Shopping in China gemacht. Das heißt, wir waren natürlich auch live, haben auch Umsätze darüber gemacht und, und. So. Das, was sie jetzt zum Beispiel verdient hat, ja, wurde gleich der Part fürs Finanzamt einbehalten. Fand ich eine super Sache. Das heißt also, siehst zwar, der Betrag hättest du normalerweise bekommen, davon geht Summe X weg ans Finanzamt und der Rest geht zu dir. Absolut coole Sache. Das heißt also, man kommt erst gar nicht in so eine Problematik rein wie hier, beziehungsweise was ja viele YouTuber oder Streamer ja schon getroffen hat, dass sie einfach über ihre Verhältnisse leben und letztlich gesehen das Geld nehmen, was ihnen gar nicht zusteht. So, und das ist in China anders geregelt. Finde ich einfach nur top. Ja, genau. Weil jetzt werden alle Leute das erfahren und dann bin ich dann so, der weißt du, dann bin ich auf irgendeiner Party und alle so, ey, guck mal, der kann mit Geld nicht haushalten. 1 Million Abonnenten auf YouTube, 700.000 Follower auf Twitch, insgesamt wahrscheinlich 2,5 Millionen Follower auf allen Plattformen, über 3 Millionen und ich stehe jetzt hier und sage euch, dass ich Steuerschulden habe. Wie kann man so dämlich haushalten, währenddessen andere sich ein Haus kaufen, Alter, 400 Quadratmeter auf easy. Kann man ja auch machen eigentlich mit der Größe, wenn man richtig damit umgehen würde. Aber was habe ich getan? Ich war scheiße kaufsüchtig gewesen. Schön, dass ich jetzt 250 T-Shirts zu Hause habe, wovon mir die Hälfte nicht passt, weil ich immer eine Größe kleiner gekauft habe, weil ich mir dachte so, oh, auf nice, ich nehme eh ab, dann kann ich das richtig schön tragen. Ja, hat bis heute nicht geklappt. Bis heute 6 Kilo zugenommen. Ich kann diese ganzen T-Shirts gar nicht tragen. Nice. Ich sitze hier, Alter, in diesem Auto, wo der TÜV abläuft, wo ich nicht weiß, wie lange es noch fährt, weil der 200.000 Kilometer runter hat und irgendwelche Geräusche von sich gibt, Alter, und ich habe einfach komplett verkackt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Jetzt, ich habe viel zu spät realisiert, was das ist. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich. Jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Was habe ich hier eigentlich gemacht? Oh Junge, mein. Wisst ihr, was ich meine? Tja. Ich bin am Arsch. Aber ich wollte das einfach nur mit euch teilen. Finde ich es lustig? Nein. Komme ich da weg? Ich denke schon. Wird es dauern? Ich denke schon. Ich habe es verkackt, Leute. Ich hätte es beweisen können, dass ich anders damit umgehe als Miguel Pablo, die anderen. Wir haben uns letztens noch die letztens onstream haben wir noch uns die Reaction von Simex angeguckt. Was meint ihr, was ich da in meinem Kopf? Er sagt in seiner Reaction so, ja, ich habe Steuerschulden in meinem Chat, in meinem Twitch-Chat schreiben alle rein, na, was für ein Idiot, wie kann man das nicht wissen? Und ich denke mir so, ich muss mich so zusammenreißen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ist jetzt so, mehr kann ich euch nicht sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, haut rein, Krass. Leute. Ciao. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt selber das so preisgegeben hätte. Aber es ist auch so eine richtig coole Frage. Sollte man sowas eigentlich
mit seiner Community teilen, weil das bleibt ein Jahr letztlich gesehen ewig haften. Ne? Ja, ist schwierige Sache. Aber cool. Jo, also noch ein Kandidat mehr bei YouTube, der es verkackt hat. Jo. Okay. Das war's schon. Ja, so leicht war meine erste Reaction. Ich bin selber sprachlos. Ich habe nicht damit gerechnet, nach so langer Zeit, dass ich das noch kann. Aber doch, wir haben es geschafft. Also, ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, ihr wisst, wie immer, ne? Lasst ein Like da, schreibt was in die Comment, wie auch, ne? Und ich denke mal, ich werde es schaffen, in nächster Zeit auch mehr Content abzuliefern. In diesem Sinne, Dragon Hill, wünsche euch was.